In Kieselbronn bei Pforzheim sind am Wochenende die 67. deutschen Meisterschaften im Ringtennis ausgetragen worden. Ringtennis, das ist ein schnelles, dynamisches Spiel, bei dem es aber auch auf ein ruhiges Händchen ankommt. Kein Flattern, kein Wackeln erlaubt. Der rund 200 Gramm schwere Moosgummiring muss ruhig in der Luft liegen. Und er muss mit der gleichen Hand geworfen werden, mit der er auch gefangen wurde. Möglichst so, dass der Gegner ihn nicht erreicht. Ringtennis ist ein sehr dynamischer Sport. Wir versuchen hier richtig Gas zu geben, richtig auspowern. Ideal für alle Leute. Gestern hatte sich der Pforzheimer Timo Hufnagel noch den 4. Einzeltitel in Folge gesichert. Im Doppel war heute mit Vater Rainer bereits im Halbfinale Schluss. Dafür schaffte es das Badener Duo Bleile-Oettl auf den 2. Rang. Die Nationaltrainer zeigten gegen die Schützlinge Alexei Ermak und Max Speichel aus München, dass sie nicht zum alten Eisen gehören. Gerade wenn wir gegen unsere Schüler sozusagen spielen und manchmal auch gewinnen, macht schon Spaß. Und um den Nachwuchs muss man sich hier in Kieselbronn nun wirklich keine Sorgen machen.